Ah, das Einzige, was wir vorher vielleicht noch machen sollten, war das, dass ich dich auf der Map erkenne? Damit ich wenigstens weiß, ob ich auf Cars bin. Wenn wir in einer Gruppe sind. Aber wenn wir in einer Gruppe sind, haben wir ja wieder dasselbe Problem. Tja, dann geht das nicht so einfach mit auf der Map erkennen. Okay, lecko mio, ey. So, na dann, ab geht er, der Peter. Drom und Cars anfangen. Noch irgendwo, da gibt es auch noch irgendein Terminal. Was kann ich hier kaufen? Das ist schwer, so ein Stim-Händler. Flashpoint, die Black Talon. Black Talon Kamadina, was? Nehm Ama Kupka Kamanik, Umlung Kiga Maya Mak, Nulilak Apa Jam Kamgang, Amka Nemnang, Ampa Nemnang Memoa Inok, Omogala Apa Yang. Ich habe zu tun. Wow. Da kam keine große Sequenz, oder? Irgend so ein Dulli hat mit mir geredet und... Fähre nach Drom und Kars oder aber ich nehme den Black Talon Kammerdiener. Der meinte halt, die Fähre dauert ein paar Tage. Und mit dem wäre ich sofort da. Aber die Fähre ist halt die Hauptquest. Ich mach sowieso gerade nicht die Hauptquest. Ich mache jetzt alle Nebenquests wie letztes Mal. Ja, aber um nach Cars zu kommen, kann ich entweder die Nebenquest oder die Hauptquest nehmen. Wie, du bist doch gar nicht bei Cars? Nö, ich bin gerade mal im Hangar. Ach so. Oh, wenn ich das schon wieder sehe, auf Cars gibt's wieder hunderte Quests. Nein! Nimm eine Fähre. Das. Oh, Hilfe, verdammt. Okay. Ach, hast du jetzt die Hauptquest oder Nebenquest genommen und nach Cars? Das war gerade ein merkwürdiger Bug. Irgendwie war das Ladebildschirm gerade extremst verschoben. Ich habe jetzt die Hauptquest nach Drom und Cars genommen. Nicht die Nebenquest. Ja, genau, ich auch. So, da sind wir. Okay, was haben wir hier? Ach, übrigens, geht das bei dir jetzt auch? Das ist, also. Flug nach Drom und Cars? Ach, Ankunftskonsole, melde dich am Terminal an. Ach, das ist. Okay, erstmal lassen wir wieder alles auf uns wirken hier. Boah. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht auf Cars. Zolldruide, willst du mich verarschen, auf mich zu scannen, du Scheißvieh? Okay, mit dem komme ich wieder zum Raumdock zurück. Drom und Cars Soldat. Da oben. Hier geht's hoch, okay. Ich gehe erst da hoch. Ich muss alles ganz genau angucken. Hier oben gibt es nichts außer irgendein Dulli. Und hier oben gibt es auch nichts. Okay. Hier möchte ich nicht runterfallen. Das wäre aua. So, wo sind wir hier? Aufenthaltsraum oder sowas. Okay, sieht recht interessant aus. Das sieht alles so nice aus. Schon. Hör auf mich zu scannen, Scheiß Zolldruide, Alter!
das. Hier ist das Terminal. Was ist das für einer? Ihr seid es, ja. Nicht wie diese Wanzen, die mit euch die Fähre verließen. Ihr strahlt Macht aus. Ich verneige mich vor euch. Ich diene Lord Baras. Er schickt mich, um seine neuen Schüler zu empfangen. Ich wollte auf keinen Fall zu spät sein. Oh nein. Hier bin ich also. Und jetzt? Ich bin nur ein Sklave, der jeden Atemzug der Gunst von Lord Baras verdankt. Er befahl euch, Drom und Kaas zu zeigen, und ich gehorche. Nee. Dann fangt endlich an. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Augenblicklich. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Lord Baras befahl mir, euch aufzufordern, dass ihr euch Kaas City ansieht, bevor ihr euch bei ihm meldet. Die Imperialen sorgen hier für Ordnung, aber sie werden euch in Ruhe lassen. Wenn ihr soweit seid, erwartet euch Lord Baras in seinen Gemächern. Ihr, sagt ihr ihm, dass ich alles gut gemacht habe? Dass ich euch gut gedient habe? Ihr habt getan, was euch befohlen wurde. Meinen Dank. Ihr seid erhaben und gütig. Ich verneige mich vor euch. Wow, was für ein Wiesel. Drum und Kaas braucht man einen Kammerjäger. Ich hoffe, es gibt in Baras Operation auch Leute mit Rückgrat. Ich bezweifle, dass ihr der Einzige seid. Hui. Hier geht's weiter. Startrampe 017. Hä? Raumhafen von Drum und Kaas? Ach nee, bei Gold bin ich ja. So. Mich würde echt interessieren, wo du bist, Eike. Raumhafen. Hä? Flug nach Reise nach Kaas City? Ach, dort. Ich bin immer noch am Raumhafen. Obwohl ich ich wollte ja erst die Nebenquests machen. Ich muss eh erst nach Kaas City. Vorher kann ich auch keine Nebenquests machen. Warum? Weil ich erst vom Raumhafen weg muss. Ja, aber die werden doch alle Nebenquests angezeigt. Ja, aber ich habe hier im Raumhafen keine Quest zu erledigen. Also. Waffenhändler! Geh weg, Dulli. Ein besseres Angebot findet ihr nicht. Lichtschwert des Anwärters. Der das macht. Weg damit, das ist ja schwächer als meins. Zeremonielles Vibro-Schwert. Unbesiegbares Premium-Nebenhandkasten. Okay. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Nö, ich krieg alles so, was ich will. Wie soll ich das machen? Nimm eine Fähre nach Drom und Kaas. Ich bin auf Drom und Kaas. Batsch, 400 Leben verloren. Und ich werde erstmal geheilt. Läuft. Wenn du auf Drum und Kaas bist, musst du ja die Quest abgeschlossen haben mit der Fähre. Eben nicht. Steht immer noch. Nimm eine Fähre nach Drom und Kaas. Und ich stehe in Kaas City. Dann musst du vielleicht nochmal nach Korriban zurück und nochmal fliegen. Ja, will ich. Aber hier gibt's weit und breit kein fucking Schiff. Flug nach Drom und Kaas. Oh. Das
Traumhaft. Captain Tolto, Dingsbums, Stralala, schieß mich tot. Raumgleiter, Raumhafengleiter, Imperialer Transportdienst. Ich will hier aber langlaufen, hier gibt's Quests. Und Mobs zum Töten. Welches Level haben die? Level 10. Komm schon, die können hier nicht. Und ich habe eine Kralle. Knorriger Elfenbeinzahn, okay. Aber boah, die Dinger geben XP. Leck mich am Arsch. Persönliche Herausforderung, besiege Krex. Okay, die machen wir. Irgendwelche Krex-Dinger, wo waren das jetzt? Da muss ich noch ein Stück hinrennen. Boah. Merke ich immer wieder, wieso bin ich so nett. Wieso was? Warum ich so nett bin, weil wenn ich nicht auf dich gewartet hätte, hätte ich bewusst nach Kars gereist, dann wäre mir dieses ganze Schlamassending wahrscheinlich nicht passiert. Du hättest doch jederzeit reisen können, dann hätte ich aber ohne dich weiter aufgenommen. Ja guck, ich wollte ja eben nett sein, aber irgendwie mein ganzes Questsystem hat sich ja jetzt komischerweise aufgehängt. Wie denn? Ich finde ja kein fucking Schiff. Wieso ist so ein großes Schiff? Du musst, wenn du in Car City bist, musst du erstmal zum Raumhafen zurück. Mit so einem kleinen Popelgleiter. Genau, da war ich. Da habe ich mich überall umgeschaut. Und wo ist denn bitte so ein Schiff, mit dem man wieder zurückreisen kann? Hangar. Wo ist der Hangar? Bist du im Raumhafen? Nein, ich fahre gerade wieder zurück. Ich bin nämlich immer noch hier beim Raumhafen. Ich klatsche gerade Mobs und will hier die Quests annehmen, die hier rumliegen. Weil ich kann die Fähre zum Beispiel zum Flotten-Dings jederzeit anklicken. Ja, ich muss sie wahrscheinlich erstmal finden. Ich habe sie halt echt nicht gefunden. Dann kommst du bitte nochmal zurück zum Raumhafen. Tue ich gerade, ja. Mei. So, dann bewege ich mich mal dahin. Fette, bitte folge mir. Das heißt, du müsstest ja hier gleich landen. Mhm. So, ich bin gelandet. Bei mir stehst du hier noch nicht rum.
Ich weiß auch warum. Weil man auf Cars so viel machen kann. Es gibt nämlich Cars 1, 2 und 3. Kommt darauf an, auf welchen du aus Versehen gelandet bist. Drum und Cars Raumhafenfläche. Nein, drück mal, mach mal deine Karte groß. Ja, hab ich. Und dann hast du unten Gebiet. Cars 1. Genau, und ich bin auf Cars 2 gelandet und ich kann nicht wechseln. Dann muss ich selbst suchen. Das ist, weil die Welt zu groß ist und weil hier sonst zu viele Spieler wären. Ich weiß ja schon aus dem Kopf, ich muss reingehen. Du kannst auch die Minimap vergrößern, das weißt du. Ja, ich hab die schon ganz nach außen. Und ich weiß halt nicht, welches dieser Symbole. Ich weiß nicht, was. Das müsste so eine Art Pfeil sein mit zwei Viereck oder sowas. Genau, davon gibt es halt ziemlich viele. Einfach mit der Maus drüber gehen. Dann hast du doch eine Beschreibung dazu. Hangar. Ja, zum Hangar zum Beispiel musst du. Oder zum Aufzug Startraum. Oder das. Ich geh erstmal zur Startrampe. Oh Mann, ey. Oder theoretisch kannst du nicht einfach. Du müsstest es ja noch einmal haben, oder? Die Fähre, dass du wechseln kannst. Egal, ich fliege erstmal zurück. Ich könnte jederzeit zurück auf den Frachter hoch in den Weltraumflatteri datschen. Nee, ich meine, man kann alle 24 Stunden einmal diesen Server wechseln, damit sich Freunde zusammenfinden. Ach so. Aber mach ich jetzt erstmal nicht, ich muss erstmal schauen, ob. Nö, mach ich jetzt wechseln. Auch nie, weil ich gerade, wie gesagt, an die Quests hier ran will. Hinten ist ein Shuttle, was schon mal gut aussieht. Oh, an dem Punkt will ich mir immer will ich mir wünschen, dass dieser Mannequin mal schneller läuft. Ich habe immer noch Speedboost. Mandalorianischer Bestien schlecht, Alter, was? Da kann ich nicht rein. Leck mich. Wieder aber rein. Schon besser. Einmal pflanzen die gut. Da ist noch hier. Interflottentransporter war das da? Nee, ne? Ach du Heimatland, halten die viel aus. Und ich muss davon noch 5 weitere besiegen. Ach du Scheiße. Aber egal, ich habe kaum Leben verloren. Danke! Ich glaube, mir wird jetzt wieder was angepasst. Danke! Bin ich jetzt vielleicht wieder auf. Ne, ich bin immer noch auf dem Mundkasten. Wenn ich sterbe, wäre ich als Geist. 2.
Ach du Heimatland, ey. Ich gebe dir einen guten Tipp, ne? Selbst mit Level 17, 18 hast du es gegen die Mandalorianer. Ich weiß, ich war gleich so blöd und hab 5 von denen angegriffen. Also. Noch. Das sind ein paar mehr als einer. Okay, die Quest ist abgeschlossen. Auf zur nächsten. Die ist dann dort. Heike macht Quests wie ein Lauf. Nee, das war nur eine einzige, die ich jetzt hier gemacht habe. Locke Crack hervor und besiege ihn. Sind das alles eigentlich die Quests von... Ja. Von der Station, oder? Ja. Noch mal auf den Anführer warten. Das hat nicht viel gebracht gerade. Komm, so lange dürfte das doch gar nicht dauern, bis der irgendwie spawnt. Den hervor. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Was? Wo?
Passage zum Tempel der dunklen Seite. Okay. Held, scheiße, ich hab einen Heldentransport genutzt. Oh Mann. Was mache ich hier jetzt? Was ist so schlimm daran? Ich bin ganz woanders jetzt auf einmal. Oh wow. Nicht mehr da, wo ich eigentlich sein sollte. Da geht's zum Tempel der dunklen Seite. Da geht's zum Helden. Aber hier gibt's auch Quests, kriege ich gerade mit. Flug nach Drum und Kars, genau. Schattenbrust. Okay, ich bleib erstmal hier. Erlange die Rune des Sieges, erlange die Rune der Macht. Schattenbrust. Ah, das ist das. Okay. Ich kann mich direkt zu den Quests hin teleportieren, so wie es aussieht. Ein bisschen OP, aber was soll's? Zuflucht. Tempel der dunklen Seite. Sanitätsdruide. Komm, ich hab was zu verkaufen. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ich habe neben den Quests hast du so ein Symbol. So ein Raumschiff-Symbol. Das habe ich einfach nur angeklickt. Nehmen Sie wohl. Neben den Quests Raumschiffssymbol? Ja, den Heldentransport. Wo daneben? Du hast rechts Held plus zwei alte Freunde, Held plus zwei besessener Jäger und, oder? Genau. Und direkt neben der gelben Schrift habe ich ein Heldentransport, besessener, Heldentransport. Den hast nur du. So. Den hast nur du. Cool. Bin was Besseres. Junge, ich könnte hier ein Vermögen machen. Ob ich vielleicht ein kleines bisschen davon... Nein? Nein. Ja, schon gut, schon gut. Du darfst hier nichts mitnehmen, Fett. Welches Level haben die denn? Und tschüss. Der ist Level... Ich versuch das jetzt einfach mal gegen den... Jetzt lila Lichtschwert! Ihm ist es Sau! Legt sich besser niemand an. Sag mal, hörst du auf mich zu würgen, Mist hier? Schwertgriff. Ich hab einen neuen Schwertgriff. Und die Leute hier. Ja, sind nicht zu. Achso, du bist gemutet. Boah, der war ja easy peasy jetzt. Hä, hey, was ist das für ein Lauch gewesen? Dahin gelangen. Ich hoffe, die hier draußen sind nicht so stark. Na ne, Level 14, das geht noch. Darko, kleiner Tipp bei diesem Tempel der Dunkelheit oder wie sich der auch immer nennt. Ja. Geh da erst mit mindestens Level 20 rein. Die Gegner da drinnen sind Level 16. Tempel der Dunkelheit? Wo bist du bitte? Gute Frage. Geistesgestörter Schüler. Level 15. Doppelklinge. Die haben auch alle Lichtschwerter hier. Und ich habe Lichtschwertgriff gerade bekommen. Komm, wir kämpfen jetzt gegen den hier.
Mit uns legt sich besser niemand an. Rom und Castfeinde besiegt. Und ja, Kristall, wow. Oh, sieht so geil aus. Feldkommandant Tripton muss ich den besiegen. Locke Crack hervor, besiege Valekorik. Nö. Warum bin ich dann hier? Hä? Ich hab. Ja, vor allem, es war eine Quest. Ich hab angesiegt, besiege Valekorik. Und ich stand ja bei dem im Zelt. Ich hab gewartet, dass der Respawn, hab auf das Ding geklickt, jetzt bin ich hier. Ich verstehe das gerade nicht wirklich. Tempel der dunklen Seite, neuer Codex-Eintrag. Sifganove, oh Gott. Ich glaube, die werden hier nicht leichter. Level 14, das geht noch. Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Level wenig zu sagen haben, sondern eher die Ränge, die sie haben. Halluzinierender Soldat, der hat einen guten Rang, muss ich sagen. Ja, ich meine jetzt eher den Lord und so weiter. Sif irgendwas, was du vorher gesagt hast. Besessener Vorbereiter, besessener Arbeiter, Alter. Wieso sind die hier alle besessen? Kommt ihr mit der dunklen Seite nicht klar? Was? Halluzinierender Soldat und besessener Vorbereiter. Ach komm, ey. Wo muss ich denn? Wie weit muss ich noch rennen, um da hinzukommen? Ja gut, dann beende ich die Folge hier und renne den Weg offscreen.